Hallo zusammen. Robuste Lieferketten als Herausforderung nicht nur für die Automobilindustrie. Eine Kurzintro der Teilnehmer. Tolga Özkandacı ist Vice President beim Automobilzulieferer IAC und verantwortet dort auf europäischer Ebene IT und Systeme. Mehr als 20 Jahre Erfahrung bringt er mit und beschäftigt sich aktuell unter anderem mit der Standardisierung der ERP-Landschaft sowie Systemen in den Bereichen Manufacturing Execution, Just-in-Sequence und Lagerverwaltung. Michael Kuhn ist Bereichsleiter für Organisation bei der Schärdl-Gruppe und verfügt über jahrelange internationale Erfahrung in wichtigen Bereichen wie Logistik, IT, Controlling und Prozessmanagement. Unter anderem hat er erfolgreich komplexe Systemeinführungen und Lagerautomatisierung in der Automobillogistik verantwortet. Jan Stoczys ist Direktor für Cloud und Integration Services bei Aimtech. Zusammen mit seinem Team von Integrationsspezialisten verantwortet er globale EDI- und B2B-Projekte in der Automobilindustrie. Außerdem ist er bei Aimtech für die Koordination von Cloud-Aktivitäten verantwortlich und Jan hat fast 20 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie und IT mit dem Schwerpunkt auf ERP und EDI-Implementierung sowie Logistik. Unser Moderator, Professor Dr. Nils Finger, ist Professor für Supply Chain Management an der CBS International Business School und beschäftigt sich als Vice President neben Digitalisierungsfragen vor allen Dingen mit Projekten im Bereich Nachhaltigkeit. Er war zuvor mehr als 10 Jahre in der Industrie tätig und besitzt unter anderem wertvolle internationale Projekterfahrungen aus der Automobillogistik. Zudem engagiert er sich ehrenamtlich in der Bundesvereinigung Logistik. Wir freuen uns auf eine spannende und in 4 Themenbereiche gegliederte Diskussion mit über 60 Jahren Automobillogistikerfahrung hier im Panel. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen hier in unserem Panel. Ja, ich freue mich auf eine spannende Diskussion hier mit tatsächlich über 6 Jahrzehnten Automobillogistikerfahrung und zum Thema robuste bzw. resiliente Lieferketten. Ja, ich würde ganz gerne beginnen mit einer kleinen Diskussion zum Thema aktuelle Herausforderungen. Die letzten Jahre waren nicht ganz einfach für uns. Ich denke mal, da habt ihr in der Praxis viele, viele Herausforderungen erlebt. Covid, Chipmangel, Energiekrise und neue Herausforderungen am Horizont. Jetzt sind wir tatsächlich in dieser neuen Realität angekommen. In der Theorie spricht man seit über 30, 40 Jahren von VUCA, der Volatilität, der Ungewissheit, der Komplexität, der Ambiguität. Und ich glaube, wir haben seit einigen Jahren alle wirklich verstanden, was das für uns bedeutet. Vielleicht zum Einstieg, wie beurteilt ihr denn die Reife der Supply Chain, der Logistik in der Automobilindustrie? Na gut, je weiter runter man kommt, umso schwieriger wird es. Ich denke, die großen Spieler, die haben es halt einfacher. Mehr Geld, größere Mannschaften, bessere Systeme, aber natürlich auch die Anforderungen, die nach unten gestellt werden, macht es dann nicht einfacher. Ich denke, da haben wir hier die andere Seite. Ist für mich die Frage, wo fängt Supply Chain an? Die fängt für mich beim OEM an. Wie transparent ist die Supply Chain vom OEM? Könnte transparenter sein, muss man klipp und klar so sagen. Es gibt Beispiele praktisch, wo man ohne Wenn und Aber donnerstags angerufen wird, man steht die nächste Woche. Daraus ergibt sich vielleicht dann sogar noch die Folgewoche oder 4 bis 6 Wochen, ohne dass sogar EDI-Abrufe angepasst werden. Das Ganze gibt es halt per Telefon oder E-Mail. Und praktisch ab Tier 1 muss man dann zusehen, wie man dann seine Lieferkette managt. Und da gebe ich dir recht, je weiter man runterbricht, desto undurchsichtiger wird das Ganze. Also da denke ich, ist definitiv Verbesserungspotenzial vorhanden, was vom OEM, denke ich, gesteuert werden müsste, was auch im Sinn des OEMs sein sollte. Denn wenn ab Tier 1 alles funktioniert, profitiert ja letztendlich auch der OEM davon. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht das Thema Visibilität und Transparenz, was ihr kurz erwähnt hattet, ist sicherlich ein Endziel seit Jahrzehnten in der Supply Chain, aber die Realität zeigt uns immer wieder, das ist noch ein guter Weg zu gehen. Vielleicht vorweggreifend zu unserer folgenden Diskussion, habt ihr irgendeinen guten Rat, wie wir das Thema Transparenz, Visibilität bestmöglich in den Griff bekommen, unter den Gegebenheiten halt, das Machtgefüge OEM, T1, T2, T3? Ja, es bräuchte halt wirklich eine Gleichberechtigung, dass man wieder auf Augenhöhe miteinander redet. Auf der einen Seite kann man heute Autos bis in den letzten Moment von der Produktion noch umkonfigurieren. Was das für die Lieferkette bedeutet bis zum Schluss, was da eigentlich an Wellen das dann schlägt, das berücksichtigt halt ein OEM selten, weil der erwartet halt aufgrund der Vertragslage, der Machtlage, dass es halt funktioniert. Ich meine, das ist unser Geschäft. Wir müssen halt schauen, dass die Daten wirklich so verknüpft sind, dass es funktioniert.
Ja, und wir sehen das natürlich, so wie Tolga gesagt hat. Ne? Ich meine, der OEM ruft einfach nur mal an. Ja, und das hilft der Transparenz dann auch überhaupt nicht, weil ich muss dann aus dem System oder ich muss dann liefern und Daten aus dem System exportieren, aber die Daten stimmen nicht überein mit dem, was der OEM verlangt. Ja, und ich sehe auch ein großes Risiko in der Zerstreutheit der Systeme. Mhm. Ja, ich meine, ich als Lieferant habe dann mehrere Kunden. Jeder Kunde hat ein eigenes Portal, hat eigene Anforderungen etc. Ja, und ja, ich sehe das die Schwierigkeit in der Standardisierung. Ja, weil man hat wirklich 10 Kunden, 10 Anforderungen. Und wenn dann je tiefer man ist in der Lieferkette, man hat weniger Optionen, weniger Expertise, weniger Geld. Und das macht die ganze Geschichte nicht unbedingt einfacher. Ja, absolut. Ich glaube, das können wir alle so unterschreiben. Ja, Systemintegration, Prozessintegration, das ist tatsächlich mit solchen gerade auch ad hoc Emergency-Themen sicherlich immer noch ein weiter Weg. Ja, und von diesen Herausforderungen und Agilität, Flexibilität, Notfälle, ja, da wird es sicherlich auch in der Zukunft einiges geben. Vielleicht nochmal zurück zum Titel unserer Diskussion, Resilienz. Ich glaube, wir haben ja alle erkannt, was Resilienz für uns persönlich bedeutet im Zeichen von Covid. Aber für die Lieferketten ist es ja zweierlei. Einmal ist es ja, wenn man jetzt ins Englische geht, bounce back, also nach einer Disruption. Wie kommen wir schnell wieder auf die Füße mit unseren Lieferketten, unseren Prozessen? Das zweite ist ja das bounce forward, ja, dass wir quasi sehen, dass es auch eine Transformation, Innovation stark beschleunigen kann. Wie ist das bei euch in den Unternehmen gewesen? Hat die Corona-Pandemie Dinge nachhaltig beschleunigt oder wie ist da so das Praxisgefüge? Also aus meiner Erfahrung kann ich jetzt sagen, definitiv gibt es jetzt mehr Taskforces als vorher, um halt auf solche besonderen Situationen zu reagieren praktisch. Wenn es geht, auch den Markt so zu sondieren, dass man vielleicht auch gewisserweise proaktiv an die Sache rangeht, was sicherlich schwierig ist aufgrund der fehlenden Transparenz. Das Thema Datenaustausch praktisch über die komplette Supply Chain spielt da eine große Rolle, dass man sicherlich da sich auf irgendeine Plattform einigt, um halt Daten vom OEM praktisch die ganze Supply Chain runterzuteilen und dass jeder darauf Zugriff hat. Ich denke, damit kommt man viel weiter, als wenn jeder das separat macht mit unterschiedlichen Systemen. Ja gut, dann bezüglich der Corona-Pandemie sicherlich haben da die verschiedenen Tiers so flexibel agiert wie möglich. Ich meine, Schichtarbeiten, die Leute wurden unterschiedlich eingesetzt, sodass halt die Werke ständig besetzt sind. Es wurden dezentrale Entscheidungen getroffen, praktisch immer noch auf strategischer Ebene, aber ohne dass halt die Leute alle vor Ort sind. Ich denke, sowas ist üblich gewesen die letzten 3 Jahre. Ja, für uns als Beraterhaus war das nicht so ein Schock, weil wir hatten schon zuvor Erfahrungen mit viel Remote-Projekten, dadurch, dass wir fast in der ganzen Welt unterwegs sind. Was sich geändert hat, die Kunden sind mehr digital geworden. Das heißt, man hat, sei es Teams, Zoom oder andere Plattformen verwendet. Was ganz neu war in der tiefsten Krise, dass man zum Beispiel Werksbesichtigungen remote gemacht hat. Das heißt, es ist wirklich einer mit dem Handy durch die Fertigung oder durchs Lager gegangen und hat das beschrieben, was man normalerweise vor Ort selbst persönlich sehen konnte. Ist natürlich gut für einen Notfall geeignet, nicht für einen Standard. Und ich glaube, was wir so auf dem Markt gesehen haben, es ist vielen Unternehmen bewusst oder sie sind sich bewusst geworden, dass die Automatisierung notwendig ist und die geht aber nicht ohne Digitalisierung. Ja, und das war so der Wake-up-Call für viele. Und das ist bis heute so geblieben, Gott sei Dank. Also da ist man sich wirklich jetzt im Klaren. Man kann nicht nur drüber sprechen, man muss wirklich auch etwas unternehmen. Ja. Aber je weiter ich die Supply Chain wieder runterbreche, ist Digitalisierung, denke ich, nicht so weit fortgeschritten. Ich denke, OEM, Tier 1, Tier 2 vielleicht noch, aber alles, was danach kommt,
denke ich, arbeitet man nach wie vor mit langen Excel-Listen. Und da, denke ich, liegt dann das Problem, sich dann wiederum auf eine Plattform zu einigen, wie tausche ich dann Daten am besten. Also ich meine, Automobil, EDI ist eigentlich ein Must-Have, aber man sieht trotzdem, dass ganz viele Lieferanten nicht in der Lage sind oder nicht EDI-fähig sind. Das vielleicht als ein Beispiel zu dem Thema dann Transparenz oder Datenaustausch, um da Stabilität praktisch zu gewährleisten. Das geht ja auch in beide Richtungen. Also selbst EDI ist ja nicht unbedingt EDI bei jedem Kunden, also auch als Lieferant gesprochen. Also die Anforderungen, die da kommen vom Markt, wir reden teilweise von Standards, ob jetzt VDA, ODET etc., aber gleicher Kunde, zwei verschiedene Lieferwerke und zwei verschiedene Anforderungen, Etiketten, Übertragung. Also da denke ich, da müssen sich auch, wenn man nach oben schaut, müssen sich einige in der Lieferkette überlegen, ob das der richtige Weg ist, dass ich mir halt immer alles durchsetze. Ich meine, jetzt mit Catena X gibt es jetzt neue Initiativen, muss man schauen, ob das funktioniert oder ob das auch wieder nur letztendlich ein Versuch ist, der nicht klappt. Aber da haben wir schon noch einiges vor. Also ich meine, das, was man gelernt hat, halt neben Digitalisierung, ist das Thema schlanke Logistik, hat auch irgendwo seine Grenzen. Also viele waren dann froh, dass sie doch noch ein paar Lagerbestände hatten. Und das, was halt Lagerbestände mittlerweile auf der Autobahn unterwegs sind, ist auch schon nicht ohne. Ja, also aber als Quintessenz können wir zum Beispiel zumindest sehen, dass Investment Awareness geschaffen wurde, Taskforce, das Thema Daten zumindest in der Avisierung professioneller gemanagt werden soll. Wir haben ziemlich viele Krisen, die da so am Horizont sind, die auch auf uns zukommen werden. Es wird nicht mehr wieder so wie vor der Pandemie wahrscheinlich werden. Aber wie geht es denn jetzt weiter? Also was ist denn so für euch die Roadmap, Strategie, Prioritäten für die nächsten Jahre in der Entwicklung der Supply Chains? Wie seht ihr das? Also für mich spielt die Planungssicherheit eine ganz große Rolle. Wie kommen wir wieder dahin, dass wir einigermaßen sicher planen können? Gerade was bestimmte Rohstoffe angeht. Ich denke, da gibt es immer gewisse Abhängigkeiten von gewissen Lieferanten für bestimmte Rohstoffe. Inwieweit kann der OEM das beeinflussen oder ist der OEM bereit, das zu beeinflussen? Weil als Tier 1, Tier 2 oder weiter unten, denke ich, ist man da begrenzt in seinen Tätigkeiten. Ich denke, da muss der OEM bereit sein, praktisch auf seine Lieferkette zuzugehen und da auch die gewisse Transparenz bieten. Ja, das ist genau das, was ich auch sagen wollte. Das heißt, die Transparenz ist eine Sache, aber wie vorhin erwähnt, man verlangt eine extreme Flexibilität, aber ist selber unflexibel, ja, je höher man in der Lieferkette nach oben schaut. Ja, neben dieser Volatilität, ich denke, das hier ist eines der wichtigsten Themen. Ja, weil es ist zwar schön und gut, wenn ich das Auto bis zum letzten Tag quasi umkonfigurieren kann, aber es geht einfach nicht bis nach unten all diesen Änderungen durchzusetzen. Und denke ich, das ist eines der Standbeine dafür, dass man da wirklich resilient ist dann auch in der Zukunft. Und das Nächste, denke ich immer noch, dass es auch mit den Daten und mit dem ganzen Reporting zusammenhängt. Weil gerade ja, in den tiefsten Ebenen ist es halt undurchsichtig. Und man hat ja gesehen, ja, man kann, also ich denke, auch die vertraglichen Themen sind ein wichtiger Aspekt. Ja, weil es ist schön und gut, wenn verlangt wird, dass ich einen Sicherheitsbestand auf Lager habe. Das hat bis vor kurzem funktioniert. Ja. Bis heute müsste ich da mein Lager doppelt so groß haben, damit ich die Sicherheitsbestände überall abgreifen kann oder abdecken kann. Und im Großen und Ganzen löse ich ja nicht mein eigenes Problem. Ich löse das Problem für jemanden anderen über mir in der Lieferkette, der einfach nur die Verantwortung weitergegeben hat, weil es einfach so früher gang und gäbe war. Aber ich denke, wir müssen halt auch selber unsere Hausaufgaben machen, halt das Thema angesprochen, Digitalisierung, Standardisierung. Wir müssen halt auch unsere Systeme auf Vordermann bringen, Systeme vereinheitlichen. Da haben wir das beste Beispiel ja mit mehreren Betriebssystemen, die dann irgendwo doch zusammengeführt werden sollen. Dann ist man halt auch als Lieferant besser aufgestellt und tut sich dann wieder einfacher. Ja, wir wollen auch vor allen Dingen auf das Thema Digitalisierung zu sprechen kommen. Ich denke, das ist einer der Kernthemenfelder überhaupt. Vielleicht ja als erstes Zwischenfazit kann man, glaube ich, schon mal mitnehmen, das Thema Daten. Ja, dass da noch ziemlich viel Nachholbedarf ist. Man spricht ja immer vom Gold des 21. Jahrhunderts. Da ist in der Automobilindustrie noch das eine oder andere Feld, wo man verbessern könnte und müsste. Und ja, spannend. Natürlich, klar, die Kundenbedürfnisse steigen. Das alte Machtgefüge des OEMs bleibt persistent. Und in der Tat sind alle
Partizipation und Player in diesen großen Netzwerken, ne, ist ja nicht nur eine Kette, sondern ein Netzwerk, wie man ja auch heute davon spricht, gefragt, sich weiterzuentwickeln. Ja. Wobei natürlich immer aufpassen muss bei Big Data, dass es nicht halt dann alle Daten sind, da gibt es auch Kunden, die fordern alles, sondern man muss sich halt auf die wichtigen und richtigen Daten letztendlich einigen und da muss der Austausch gestärkt werden. Also bestimmte Sachen. Data Governance ist, denke ich, da das Stichwort, wer hat die Hoheit über die ganze Supply Chain, das denke ich, muss definiert werden, das ist noch ein großes Fragezeichen, um da weiterzumachen halt. Ja, absolut. Also das Thema Data Science, Data Management ist ein sehr schwieriges Feld, das müssen wir uns mit auseinandersetzen. Ja, was sind denn da so eure Ratschläge aus der Praxis, wie man quasi, ich sag mal, professionelles Datenmanagement im Unternehmen entlang der Lieferkette? Ja, im Moment sehe ich da noch ein Problem, inwieweit sind die Lieferanten bereit, auch die Transparenz vor dem OEM praktisch oder sich offen zu legen, weil vielleicht gewisse Nachteile dadurch entstehen können bei Preisverhandlungen als Beispiel vielleicht Know-how eventuell. Da denke ich, gibt's da auch noch Hausaufgaben zu erledigen. Ansonsten denke ich, ist immer Stichwort Blockchain oder künstliche Intelligenz definitiv ein Stichwort, um Datenmanagement zu machen. Wobei ich der Meinung bin, dass in Zukunft der Schwerpunkt da auf künstliche Intelligenz gelegt werden sollte. Also diese Entscheidungsintelligenz oder die Abbildung von Modellen. Ich denke, mittlerweile kann man sagen, man kann die kompliziertesten Modelle damit abbilden, um gewisse Entscheidungen automatisiert zu treffen. Das wird sicherlich ein Schwerpunkt von Supply Chain werden in Zukunft. Ja. Und ich denke, es geht dann auch darum, zu wissen, was ich sammeln möchte. Weil so die Sammelwut, ich will einfach alles, das hatten wir schon. Ja. Aber es bringt dann letztendlich nichts, weil man sitzt da auf Terabytes von Daten und weiß nicht so richtig, was ich damit machen soll. Ne? Und gerade wie angesprochen, ich verlange ja dann die Daten vom Lieferanten, der aber nicht so richtig weiß, wofür diese verwendet werden. Und solange da nicht aufgeklärt wird, und der Lieferant dann auch Sicherheit gewinnt, dass es nicht gegen ihn verwendet wird, wird es da eine Resistenz geben mit der Freigabe der Daten. Und das sehe ich auch als einen der wichtigen Punkte für die Zukunft. Das Thema Catena X angeht. Ja, absolut. Es braucht halt irgendwo eine Gleichberechtigung. Also das kann halt nicht das Recht des Stärkeren sein, sondern letztendlich, der Mehrwert muss für alle generiert werden. Und dann ist auch die Frage, ich meine, heutzutage, wir müssen Daten 15 Jahre speichern. Mhm. In 15 Jahren gibt es die Hälfte der Autos nicht mehr. Aber es gibt halt die Forderung, die irgendjemand unterschrieben hat, was das an Speicherplatz, an Architektur benötigt. Alles in die Cloud schieben ist auch keine Möglichkeit. Thema Data Security dann wieder. Mhm. Also da haben wir schon noch Hausaufgaben zu tun, aber halt alle in der Lieferkette. Und das ist halt manchmal das Einseitige. Ja, auf jeden Fall. Also auch das Thema Vertrauen, Transparenz als Ziel, aber dann doch nicht zu viel Transparenz. Dann auch wieder so ein bisschen das menschliche Zögern, Change Management. Du hast gerade Resistenz gesagt, ja, die gute alte Resistance to Change. Ja, das erleben wir natürlich auch. Das ist auch ein kulturelles Thema. Ja, das ist natürlich auch was im Unternehmen und auch mit den Partnern dann, je nachdem, Zulieferer oder Kunde. Das müssen wir sicherlich auch alles berücksichtigen. Das ist auch ein Management-Thema. Ja. Ja, lass uns doch nochmal ein Stück rauszoomen von Data Management nochmal insgesamt zum Themenfeld Digitalisierung. Also sind uns, glaube ich, alle samt einig, dass wir eine digitale Lieferkette brauchen, haben wollen, um halt auch mit diesen neuen Herausforderungen umzugehen, um effizienter zu werden. Was heißt denn das eigentlich, digitale Transformation? Das ist ja in aller Munde. Was heißt das denn für euch ganz konkret, für euch im Unternehmen? Wie geht ihr damit um? Was sind vielleicht auch Elemente dieser digitalen Transformation, die ihr so in der Industrie seht? Dass ich die, also ich meine, im Moment sieht man ja, ist die Komplexität, die steigt ja an praktisch. Trotzdem soll durch die digitale Transformation praktisch, sollen unsere Systeme so dynamisch wie möglich bleiben, um so effektiv wie möglich zu arbeiten. Das sind natürlich jetzt viele Komponenten, wo man sagen kann, das passt vielleicht nicht ganz so zusammen, aber ich denke, das würde ich für mich so definieren halt. Also die steigende Komplexität dynamisch und effektiv praktisch über die digitale Transformation zu realisieren. Halt was Prozesse angeht, zum Beispiel gerade also die Produktionsprozesse, die Supply Chain Prozesse, das denke ich ist
Ja, ich denke auch, man hat die Entwicklung gesehen. Am Anfang war ja die digitale Transformation hauptsächlich, ging es da über Software und die ganzen Lösungen etc. Ich denke, es geht jetzt immer mehr auch um den Faktor Mensch. Ja, weil die Lösungen gibt's, aber ich brauche jemanden, der die Lösungen auch richtig verwenden kann, der da die Vision, die Ideen hat. Und natürlich, ich brauche auch die Unterstützung bei der Umsetzung. Weil es hilft mir überhaupt nicht, wenn ich die beste Lösung einsetze. Und der Mensch, der vom Rechner sitzt, der Mitarbeiter, der versteht das nicht. Ja? Dann geht wieder die komplette Transformation, schön gesagt, in die Hose. Und es ist dann rausgeschmissenes Geld, was ich da investiert habe. Es ist halt das Thema letztendlich Change Management und den Mehrwert aufzuzeigen, weil es ist halt an einer Stelle mehr Arbeit, an einer Stelle weniger Arbeit. Vor allen Dingen, was das ganze Thema Stammdaten, Datenqualität angeht, da haben wir viel zu tun, weil alles mit künstlicher Intelligenz abzuwickeln wird vielleicht Zukunftsmusik sein. Heute geht's nicht, weil das, was in den Köpfen der Menschen drin ist, muss irgendwo erstmal ins System. Ja. Und das bedeutet an Stellen Mehrwert, beziehungsweise nicht Mehrwert, sondern mehr Arbeit. Und den Mehrwert habe ich ganz woanders in der Prozesskette. Und das halt transparent zu machen, das wird halt die größte Herausforderung sein. Absolut, absolut. Ich meine, Daten muss man erstmal weiterentwickeln zu Informationen, zu Wissen und das dann auch effizient zu transferieren. Was ich immer spannend finde, ist, das kam ja auch in euren Antworten hoch, diese Zielkonflikte, die wir weiterhin haben. Ja, also Effizienz, Agilität, mehr Volatilität, die das einfach auch bedingt. Mitunter auch hausgemachte Komplexitäten, wir kennen das alle im eigenen Unternehmen. Komplexitäten, die steigen ja seit vielen, vielen Jahren durch Prozesse, durch Produktvielfalt, durch globale Netzwerke, die einfach komplexer geworden sind, weil einfach mehr Player mit drin hängen. Wir haben jetzt im Kontext der E-Mobilität autonome Entwicklungen und so weiter auch neue Akteure in unseren Supply Chains, die da noch eingefasst werden. Also das wird nicht einfacher, was da auf uns zukommt. Das muss man tatsächlich sagen. Ein Thema, worauf ich noch mal ein bisschen zu sprechen kommen wollte, wir können ja hier relativ offen reden, ist dieses Thema Machtgefüge des OEMs. Also Digitalisierung ist ja ein Stück weit ein Mittel zum Zweck, aber wie seht ihr das? Erfüllen wir da so im Zulieferer- und Bereich eher die Anforderungen des OEMs, dass er dann seine Kunden glücklich machen kann, oder gibt es da einen Mehrwert im Endeffekt für alle? Wie seht ihr das? Ich denke, das ist schon noch eine Hausaufgabe, die da wir zu machen haben, dass wir halt den Mehrwert auch generieren. Also ich denke, den Mehrwert gibt es schon, aber meistens ist man im Tagesgeschäft so gefangen, um halt einen OEM zufriedenzustellen, dass es gar nicht schafft, diesen Mehrwert irgendwo auch zu heben. Und das ist natürlich dann, wenn einem teilweise die Systeme fehlen, sagen wir, OEM 1, 2 und 3 drei verschiedene Anforderungen haben, eigentlich fürs Gleiche, kann man sich dann wieder überlegen, was macht man jetzt? Schafft man eine Universallösung, wo man alles drei ankuppeln kann, oder schafft man drei verschiedene Lösungen? Und dann wieder auch nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, was bringt uns jetzt als Mehrwert? Das ist dann da, hapert es da meistens. Also ich denke, da macht jeder auch viel, was für ihn selbst am besten ist. Das wird dann gnadenlos die Kette runtergebrochen, also vom OEM zum Tier 1, genau wie der Tier 1 zum Tier 2. Hauptsache, man selbst kommt klar. Ja, mal so, also ja klar, aber es ist natürlich auch irgendwo die Chance, weil ich meine, es ist ja nicht alles schlecht, was jetzt der OEM bringt, um Gottes Willen, aber man muss es halt dann auch wieder separieren, sagen, wenn ich die Zeit habe, das strategisch zu betrachten, okay, was mache ich jetzt draus? Und da fehlt es halt dann, weil es natürlich auch Kapazität, da ist man dann doch wieder beim Thema Personal, weil solche Sachen kann ich nicht automatisieren. Da müsste ich auch erstmal die künstliche Intelligenz entsprechend anlernen, damit sie solche Entscheidungen treffen können. Und da sind wir doch wieder beim Mensch. Aber da gibt es natürlich auch einen Unterschied der OEM oder gewisse OEMs, wenn man guckt, was an Innovationsbudget zur Verfügung steht, dann ist das definitiv ein sehr großer Unterschied, dann die Lieferkette runtergebrochen. Und bezüglich des Machtgefüges, ich denke, es muss da auch eine Art Vermögensverschiebung stattfinden. Das wird nicht anders gehen, um die Lieferkette aufrechtzuerhalten und um gewisse Lieferanten auch am Leben zu halten, gerade in der jetzigen Krise. Da müssen Preiserhöhungen akzeptiert werden, weil es nicht anders geht. Wenn man jetzt das vielleicht auch mal hier einschiebt, das ist ja sicherlich auch ein Teil der Diskussion hier. Ohne das wird es nicht gehen halt. Ne? Also Chipmangel, Corona, jeder ist eh schon am Ende gewesen. Jetzt haben wir noch die Situation mit dem Krieg, was für die Automobilindustrie oder im Endeffekt für gar keinen förderlich ist, wo jeder mit zu hadern hat, dass da gewisse Lieferanten
oder sicherlich auf Hilfe angewiesen sind. Ja, es braucht halt einen Dialog, dass es wieder geben und nehmen wird und nicht halt nur noch neben aus Sicht des Lieferanten das halt genommen wird. Also das ist ja, das ist wie so eine Art No-Show-Gebühr, die ist, nee. Die muss, ne, das ist halt so ein Stichwort, ob das Auto gebaut wurde oder nicht. Im Endeffekt, die Unterlieferanten, die sind bereit gewesen und ja, absolut. Ne, das ist ein schwieriges Thema praktisch. Ne? Das ist ja, der OEM hat natürlich auch einen Vorteil von einer durchdigitalisierten Kette, wenn wir dann wieder beim Thema Transparenz, Visibilität sind. Vielleicht nochmal so als Zwischenfazit, digitale Transformation ist notwendig, aber lange kein Selbstläufer. Wir haben, und da ist die Automobilindustrie ja nicht komplett anders als andere Industrien unterwegs, da gibt es noch viel Optimierungspotenzial. Wir haben jetzt auch einige Technologien schon gehört. Also wir sprachen gerade über KI, Blockchain, Cloud hatten wir, IoT, Blockchain ist jetzt vielleicht ein Thema, was mehr gehypt wurde und noch nicht so wirklich, zumindest Richtung Business Cases, dass man am Geldverdienen angekommen ist. Wie seht ihr das denn generell so? Ich meine, das sind ja alles nur Mittel zum Zweck und wir versuchen damit ja etwas zu verbessern, in der Regel unsere Ressourcen effizienter zu managen im Unternehmen entlang der Lieferkette. Was brauchen denn moderne Lieferketten wirklich, wenn man das vielleicht mal so als Zwischenfazit zusammenfassen würde? Worauf kommt es denn wirklich an? Na gut, auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit. Also das ist letzte Konsequenz, aber halt in einem Standard. Ja, Nicht, dass man wieder Medienbrüche und sonstige Themen dazwischen hat. Ja, ja. Also die Technologien, die wir genannt haben, sind definitiv alles Grundlagen, die notwendig sind oder die Sinn machen. Grundvoraussetzung, da kommen wir wieder zum Anfang, ist definitiv Transparenz. Und Transparenz kann man gewährleisten, indem man halt, wie du schon sagtest, die entsprechenden Daten so zur Verfügung stellt, dass alle da einen Vorteil von haben und dementsprechend dann auch über, wie auch immer, Plattformen oder sonstiges halt miteinander austauschen. Ich denke, das ist der Kernsatz für mich. Wie man das dann realisiert, das ist die Aufgabe. Ist die Aufgabe, genau. Ja, gibt viel zu tun. Ich denke auch, die Sauberkeit der Daten spielt eine große Rolle. Ja, aber man hat es schon gesehen, sei es EDI oder andere Systeme. Eine Sache ist, die Daten bereitzustellen. Die andere ist, stimmen die Daten dann überhaupt? Ja, und man sieht es, sei es bei der Avisierung der Lieferungen, sei es dann in der Fertigung, wenn ich planen möchte. Ja, das sind Hausaufgaben in den internen Systemen, aber auch bei den Lieferanten, weil dort, je niedriger man in der Lieferkette ist, desto schlechter ist die Datenqualität. Ja, und da nutzt mir nichts, dass ich eine Plattform habe und dass ich die Daten habe. Die Daten innerhalb der Systeme, die müssen stimmen. Dann kann ich mich auch ganz oben in der Lieferkette richtig entscheiden. Ja, auch alte Themen wie Stammdaten. Das sind natürlich alles Themen, die wir dann, wo wir unsere Hausaufgaben auch machen müssen. Ja, aber es muss halt für alle in der Lieferkette erkennbar sein, was ist der Mehrwert. Ja. Also beispielsweise ASN, wenn ich immer noch danach bewertet werde, wann der LKW beim Kunden eintrifft und nicht mache ich meinen ASN zur richtigen Zeit, dann kann es halt mal sein, dass es einen Tag später passiert, wenn es nicht automatisiert ist. Ja. Wenn ich als Lieferant auch das von habe, dann sieht es wieder anders aus. Ja. Und das ist halt. Ja, in der Tat. Ja, aber zusammengefasst vielleicht, also wie sollte man das Thema Daten bestmöglich managen entlang der Supply Chains, gerade jetzt auch in solchen herausfordernden Zeiten? Was wären da so eure Praxistipps? Das braucht halt eine gewisse Offenheit. Idealerweise wäre es, wenn halt alle an einen Tisch kommen, dass halt die Taskforce nicht nur im Unternehmen stattfindet, sondern man da wirklich übergreifend arbeiten kann und dann halt auch Themen wie Vertragsverhandlungen und Preisdruck dann aber außen vor bleibt. Nicht, dass halt dann wieder jeder versucht, das Beste für sich daraus zu ziehen und in letzter Konsequenz mit gezinkten Karten spielt. Also das muss halt natürlich vermieden werden. Ja. Also wenn man das mal pre-Covid betrachtet, ich denke, da ging das alles seinen geregelten Weg oder mehr oder weniger. Da kam auch jeder klar. Jetzt natürlich mit dem Rohstoffmangel, mit dem Chipmangel, mit dem Unvorhergesehenen, da tun sich viele schwer und da werden auch viele in die Krise stürzen oder wenn sie nicht schon drin sind. Und das ist für mich halt im Moment entscheidend und das fängt für mich dann wieder beim OEM an. Wann weiß der OEM,
die Anzahl der Autos kann ich nicht produzieren. Und wann bin ich bereit, das entsprechend zu kommunizieren, damit der Rest auch entsprechend reagieren kann. Weil ich kann 100 Lieferanten haben, die alles auf Lager haben. Das bringt mich aber dann in dem Moment nicht weiter. Und ich denke, das ist für mich so auch ein Schlüsselsatz. Wenn alles so wäre wie vorher, dann denke ich, da war ja nicht unbedingt die Krise, aber das war auch schon überhitzt. Also. Ne? Ja. Das ist halt, ich meine, es ist halt nicht nur, es gibt nicht nur die digitale Supply Chain, sondern wir haben zum Schluss auch noch Waren, die bewegt werden müssen. Und wenn halt keine Frozen Period akzeptiert wird, und man nicht akzeptiert, dass ein Produktionsprozess dahinter hängt, sondern ich halt auf Knopfdruck bestehe, dass die Ware dann bei mir im Lager ist, egal ob das Lager jetzt 5 Kilometer oder 5000 Kilometer entfernt ist, das funktioniert halt nicht. Ja. So schnell wie die Daten unterwegs sind, funktioniert halt die Warenbewegung nicht. Ja. Und fürs Datenmanagement, ja, ich meine, so die Initiativen wie Catena X oder ähnliche könnten ein Weg sein, wie man es lösen könnte. Aber ich denke, der Weg ist noch relativ weit, den wir gehen müssen. Ja, ein steiniger, steiler Weg, den wir aber gehen müssen. Ja, wir haben noch gar nicht auch über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Die Dinge hängen ja eng zusammen. Was so durchkommt, ist eigentlich, dass es ein sehr vielschichtiges Thema ist. Wir haben operative Elemente, ne, den Papierkram, den wir auf dem Shopfloor sehen. Die Vernetzung auch auf strategischer Ebene, ne, mit Vertrauen, auch Führungsmanagement-Themen dahinter. Das müssen wir halt alles zusammen irgendwie angehen. Da sind wir auch vielleicht wieder beim Thema Daten als Grundlage. Jan Gerne, also du hast ja viele Jahre auch Projekterfahrung mit komplizierten Projektthemen, ERP-Systeme, EDI-Projekte vorangetrieben. Was kannst du uns denn daraus so als Erfahrungen mitgeben, wie man sowas bestmöglich managt, auch vielleicht auch als Schnittstelle zwischen Unternehmen dann? Ja, ja. Aus meiner Sicht benötigt man ja ein Team, ein fähiges Team. Ich brauche jemanden intern, ja, der weiß, was er erreichen möchte, was die Vision, was das Ziel ist. Weil man sieht es sehr häufig. Man hat irgendeine Idee, ich digitalisiere, das sind dann so die Worst Practices, mit denen wir sehr häufig dann konfrontiert werden. Ja, Geschäftsführung entscheidet sich, ja, ich mache hier die komplette Supply Chain digital. Das heißt, ich verlange jetzt EDI von jedem. Ja, dann wird eine Lösung angeschafft, man kauft ein, man setzt die Lösung auf und stellt fest, ja, es gibt aber niemanden, der es koordiniert oder mit den Lieferanten spricht. Ja, dann habe ich das Geld verschwendet und nach Jahren habe ich zwar eine Lösung, die ist aber bis heute leer. Ne? Von daher, ich denke, um da erfolgreich zu sein, ich brauche einen Partner, ich brauche Mitarbeiter und ich brauche eine Idee. Mhm. Ja, und die Partnerschaft, das ist eins der Dinge, die wir auch sehen, die sich in den letzten Jahren geändert hat, suchen auch die OEMs immer häufiger. Ja, und wenn wir mit hier über Tier 1 und sag ich mal, Tier 2 sprechen, die Partnerschaften werden immer wichtiger. Einfach aus dem Grund, weil die Projekte tatsächlich komplex sind. Und ich brauche jemanden, auf den ich mich verlassen kann, auch nachdem das Projekt abgeschlossen ist. Weil die Anforderungen kommen immer häufiger und immer komplexer. Und ja, deswegen, wenn ich da einen Partner habe, ich kann da viel Geld sparen. Ja, weil oft denkt man sich, ich schaffe das alleine. Ja, dann hat man intern nicht die Kapazität und schon schaffe ich es nicht alleine. Aber Kapazität ist nur eines der Themen, weil die weiteren sind ja dann, ich denke, ich weiß, wie es gehen soll, aber ich weiß es nicht. Ja, wenn ich dann einen Partner habe, der schon 100, 500 Implementierungen gemacht hat, der kann sagen, ja, nee, so macht es keinen Sinn. Ja, ist wieder gespartes Geld. Und ich denke, die Mitarbeiter, die spielen da wirklich jetzt und auch in den kommenden Jahren die Schlüsselrolle. Weil wie gesagt, von den Technologien, von den Softwarelösungen her, findet man immer etwas. Ja, aber ich brauche jemanden, der die Anwendung dann richtig verwenden kann und der auch sagt, hierfür wird dies und jenes verwendet. Und da haben wir den größten Mehrwert. Und ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass die IT-Entscheidungsträger, die CIOs, mit in den Vorstand oder in die Geschäftsführung mit aufgenommen werden. Weil IT ist längst nicht mehr nur ein Thema so nebenbei oder der sitzt um. Ja. Ja, die Entscheidungsträger in der IT, die müssen wissen, was die Strategie des Unternehmens ist, was die Geschäftsführung auch für die kommenden Jahre plant. Und der muss einfach dabei sein, um auch seine Strategie dementsprechend anzupassen. Ja, ja. Also ein Stück weit auch die Werkzeuge von
Prä-Covid noch in Post-Covid und der digitalen Welt enorm relevant. Nachhaltiges Projektmanagement, interdisziplinäre Führungsteams, die halt gemeinsam IT, Einkauf, Logistik, Themen entscheiden, vorantreiben, proaktiv. Ja. Du sagtest Anforderungen, die sich erhöhen. Wie seht ihr das denn eigentlich? Wir haben ja jetzt schon so recht hohe Kundenanforderungen und erwarten sicherlich noch steigende Anforderungen. Was seht ihr da so auf uns zukommen? Ja, ich meine, gerade wenn wir von den OEMs noch sprechen, ne, ich meine, EDI wurde hier mehrmals angesprochen. Jetzt sieht man vermehrt Aktivitäten im Bereich Control Tower und Transparenz in der Supply Chain. Das heißt, der OEM will ja nicht nur wissen, welche Ware unterwegs ist, aber am besten online. Ja? Wie viel auf welchem LKW, auf welcher Route, wann kommt es genau an, was sind die Lagerbestände etc. Ja, mit solchen Projekten haben wir mittlerweile auch Erfahrung und ich denke, die werden sich auch vermehren in der Zukunft. Ist halt wiederum im ersten Schritt ein Vorteil nur für den OEM, weil er weiß dann genau, was passiert. Ich kann es schlecht als Tier 1 dann meinen Tier 2, 3 Lieferanten oder von denen das auch noch verlangen. Und ja, das Thema sind dann auch die ganzen Etiketten und weitere Nachrichten und vieles mehr, was halt rund um die Logistik verlangt wird. Ja, und das steigt und steigt. Ja. Ich meine, bezüglich Daten hätte ich noch einen anderen Stichpunkt. T-Sax ist sicherlich auch ein Begriff, der, ja genau, jeder schmunzelt. Ja. Gehört sicherlich auch in gewisser Weise hier rein. Ich meine, Informationssicherheit, wir sprechen über Daten, ist definitiv ein Must-Have für die Zukunft, ansonsten wird man nicht mehr berücksichtigt bei irgendwelchen Ausschreibungen. Ja. Da ist sicherlich auch sehr viel Handlungsbedarf in der Supply Chain. Sehr viele Hausaufgaben. Das macht man halt auch nicht nebenbei. Das macht man auch nicht nebenbei. Und wir reden ja gerade auch, da finde ich, kommt man auch wieder zu dem Unterschied. Ich sag mal, wenn der OEM ein Auto baut, hat er vielleicht 1000 Lieferanten im Schnitt, wenn ich jetzt mal so den Durchschnitt vielleicht nehme. Der hat eine ganze Taskforce für das EDI-Onboarding. Mhm. Der hat da 30, 40 Leute, die nichts anderes machen. Ja. Wenn das jetzt schon zum Tier 1 geht, der, keine Ahnung, der hat vielleicht 500, der hat vielleicht 2000 Lieferanten, der hat sicherlich nicht die Art von Taskforce, die sich da voll drauf fokussieren kann. Das ist dann praktisch nebenbei oder das macht der Logistiker mit oder vielleicht sogar der Einkäufer. Das dauert alles sehr viel länger als dann bei dem OEM. Das ist halt alles Zusatzaufwand, um gewisse Kundenanforderungen da wieder zu erfüllen. Genau wie Thies sagt, was, ich meine, ich will da jetzt nicht zu weit drauf eingehen, aber was nach Assessment Level auch sehr, sehr viel Aufwand bedeutet hat praktisch, den man zu erfüllen. Nicht nur Aufwand, sondern auch Kosten. Und Kosten, genau. Wieder dabei, wer trägt das zum Schluss, wer bezahlt das, weil einfach einpreisen funktioniert auch nicht. Ich denke, das, was uns auch mehr erwarten wird, ist halt noch mehr Datenhunger der Kunden. Und man kann halt nur hoffen, dass dieser Datenhunger dann irgendwann auch mal erklärt wird und man diesen Mehrwert generiert. Und wahrscheinlich Standards, die wir uns erhoffen, die werden noch Zukunftsmusik bleiben. Also meine Befürchtung. Also ich denke, das wird sich ändern. Der Kunde hat da oder der OEM hat gar keine andere Wahl, weil wenn er das nicht macht, gehen Schlüssellieferanten definitiv insolvent. Das sehe ich ganz, ganz klar so. Wenn ich diese Abruf... ja, wie soll ich sagen, oder dieses Abrufmanagement so beibehalte, dass ich immer kurz vorher praktisch abstelle, das wird keiner auf Dauer. Und das ist für bestehende Projekte sowie für Neuprojekte. Also und da wird ja auch gewisserweise vorfinanziert oder dann durch die ganzen PPAPs dann das Geld geholt. Und je weiter man das verschiebt, desto mehr Krise. Herrscht praktisch. Also wird nicht einfacher für uns. Die Kundenanforderungen steigen. Und ja, vielleicht Jan, zurück zu deinem Punkt. Ja, das Thema Partnerschaften, Vertrauen. Ja, auf der einen Seite Aufbau interner Fähigkeiten und Taskforce und auf der anderen Seite aber auch durch die Vielzahl an Herausforderungen eher auch wieder die Strategie, die ich so sehe, sich auf die Kernkompetenz zu verlassen und mit Partnern auch gemäß Innovationen, aber auch Standardthemen gemeinsam angehen, da clever sich zu vernetzen, vielleicht auch nur temporär für die Dauer eines Projektes, um einfach Starthilfe zu bekommen, um einfach Themen auch aufzuholen, die wir vielleicht unterschätzt haben.
Das ist ja auch das Thema generell in der neuen Welt, dass wir dieses Ökosystem aufbauen, Open Innovation, dass man guckt, wo kriegt man Best-in-Class-Lösungen rein, Plug-and-Play links und rechts, auch aus anderen Industrien mal schauen, was sind da für Best Practices, sich auch mal Talente aus einem anderen Bereich reinzuziehen. Das sind auf jeden Fall spannende Themen. Ja, gerade das Plug-and-Play ist dann ein bisschen komplizierterer, ne? Weil es ist ja dann häufig so, ich habe nicht nur ein System. Ja, und dann wird's lustig, wenn ich 5, 7, 10 Systeme erstmal irgendwie mit einer Plug-and-Play-Lösung vernetzen oder integrieren möchte. Weil die Realität ist halt anders. Absolut, aber da müssen wir umgehen. Ich meine, diese Komplexität, die ist ja ein Stück weit auch hausgemacht, historisch gewachsen, Legacy. Wir haben viele Themen, auch dass wir irgendwie ein Patchwork an Systemen allein schon im eigenen Unternehmen haben und jetzt entlang der Lieferkette das dann bestmöglich clever, smart, vernetzt managen wollen. Braucht vielleicht nochmal ein Themenfeld mit reinzubringen, auch Standardisierung. Ja, wie seht ihr das Thema? Weil auf der einen Seite sagen wir, Kundenanforderungen steigen, wir müssen flexibler, individueller werden. Auf der anderen Seite brauchen wir halt auch Standards. Wie gehen wir damit bestmöglich in den nächsten Jahren um? Ja, strenger. Also ich denke, das ist ganz wichtig. Ja. Das Thema wurde hier mehrmals angesprochen, gerade im Bereich Versand. Ja. Ja, ich habe Standards für Etiketten, ich habe Standards für Lieferscheine, ich habe Standards für EDI-Nachrichten. Und gerade je tiefer wieder man in der Lieferkette ist, ich habe dann 30, 40 Kunden, die alle nach einem Standard dann eine Nachricht oder ein Label haben wollen oder verlangen. Und die sind aber jedes Mal unterschiedlich. Also trotz dessen, dass es sich um einen Standard handelt, hat das jeder ein bisschen so für sich dann noch angepasst. Und dann sind aus 30 Standards oder aus 30 Etiketten nach einem Standard 30 unterschiedliche Standards. Also da denke ich, solange das so zerbröselt bleibt, wird es da schwierig sein in den Tier 3, 4 etc., weil da gibt es nicht die Möglichkeit, sich irgendwie an allen die Anforderungen anzupassen, dann wird es halt boykottiert. Und deswegen denke ich, sowohl sei es EDI als auch das ganze Paperwork drumherum, das sollte man irgendwie schlanker hinbekommen, weil dann ist das Onboarding viel einfacher. Ja, dann braucht der kleinere Zulieferer nicht so viel Expertise, der braucht dann nicht so viel Geld und wird wahrscheinlich auch eher bereit sein, die Anforderungen auch so zu erfüllen, weil jetzt ist es für ihn halt ein Riesendrama und dann hat man wieder die Resistenz, zu teuer, kein Mehrwert für mich, will ich einfach nicht machen. Ja, da sind wir wieder beim Faktor Mensch, also dann kommen wir wieder zurück. Also erstmal vielen, vielen Dank, das ist wirklich eine sehr spannende Diskussion. Ich glaube, wir könnten Stunden weiter diskutieren, weil es halt auch einfach ein sehr kompliziertes Themenfeld ist und es ist nicht die einzige One-Size-Fits All-Lösung, die man sich jetzt einkaufen könnte. Es ist eine sehr herausfordernde Welt. Die wird auch noch herausfordernder, da sind wir uns, glaube ich, alle auch einig. Lass uns doch mal vielleicht jetzt zum Schluss unserer Diskussion so ein bisschen pragmatischen Ausblick wagen. Wir haben jetzt ziemlich viele Themenfelder auch angerissen und so ein paar Schlussfolgerungen vielleicht auch rausziehen. Also wie geht es jetzt weiter? Was sind jetzt die wirklichen Prioritäten? Wir haben immer noch das Thema zum Beispiel Vertrauen, Vorteil, Bedürfnisse des OEMs versus unsere eigenen Unternehmensvorteile. Wir sind ja auch Wirtschaftsunternehmen. Was wären vielleicht so ein paar Kernthesen, die wir hier noch rausziehen können zum Ende? Na gut, ein Thema wird sicherlich sein, weniger ist manchmal trotzdem mehr. Also das, was sich ein bisschen wieder damit begrenzt, vielleicht die Automobilindustrie auch überlegt, sind sie wirklich das Nonplusultra? Es gibt genug andere Branchen, wie du angesprochen hast, die vielleicht auch sinnvolle Lösungen haben und braucht jeder seine eigene Lösung. Aber das ist halt ein langer Weg. Und da hat es ja Tolka angesprochen, dass letztendlich der Kunde, die OEMs werden irgendwann hoffentlich erkennen, dass es nicht immer mehr schneller weiter und noch kurzfristigere Lieferabrufe, sondern dass wir halt wieder das Vertrauen brauchen, eine gewisse Ruhe auch reinbringen müssen, teilweise wahrscheinlich auch eine Gelassenheit und dass letztendlich wir alle spielen irgendwo den gleichen Ball und wenn der irgendwann außerhalb vom Spielfeld ist, haben wir alle ein Problem. Also deswegen ist es in aller Interesse, dass die Supply Chain erhalten bleibt, dass sie möglichst stabil bleibt und wir müssen halt schauen, dass so viel wie möglich digitalisiert wird. Ja. Ich denke, es ist auch sehr wichtig, die Anforderungen zu erklären. Ja, weil man sieht sehr häufig, sei es der OEM oder jemand anders, sagt, ich will es so und du, mein lieber Lieferant, du setzt das jetzt so um.
Wenn man das nicht versteht, hat man natürlich auch wieder Resistenz, weil das immer wieder mit Kosten und mit Kapazitäten etc. verbunden wird. Ja, wenn man aber versteht, was dahinter steckt und dass man vielleicht selbst daraus einen Mehrwert in der Zukunft generieren kann, ist da die Akzeptanz auch höher. Ja, und man denkt dann halt auch anders nach. Ja, nicht nur so, ich muss es jetzt umsetzen, weil der Kunde das verlangt. Ja. Ja, also dass das Thema ja, auch den Lieferanten mitnehmen und wirklich das alles erklären, warum ich es eigentlich möchte, hilft schon ungemein weiter. Ja. Ja. Und die Gleichberechtigung, ja. Wenn ich so sagen ja. darf. Ja. Ja, dass das halt einfach nicht nur von oben nach unten Absolut. Gepusht wird, aber man einen Dialog führen kann. Absolut, ja. Genau, Dialog, Kommunikation. Ne? Da sind wir wieder auch bei alten Werkzeugen. Ja, also die Lieferkettentransformation war auch schon vor der Digitalisierung zäh und schwierig und wird jetzt im New Normal schwieriger, aber auch wichtiger. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Durch diesen gestiegenen Kostendruck, durch die Effizienzdruckgeschichte müssen wir uns halt optimieren. Schneller denn je und du sagst eben wieder schlanker werden. Ja, lean, auf der anderen Seite agiler. Das sind halt die alten Spannungsfelder, die wir jetzt wirklich in unserer täglichen Arbeit auf dem Tisch haben. Also wenn ich das mal aus Tier-One-Sicht betrachte, dann für 2023 vielleicht. Das Stichwort Rezession ist in den Nachrichten, Inflation ist in den Nachrichten. Wie viele Leute werden Autos praktisch kaufen in 2023? Wie ist das zu forecasten? Wie kann der OEM das praktisch runterbrechen, dass da eine gewisse Planungssicherheit, ich meine, jeder muss sein Budget für 2023 machen. Inwieweit entspricht das der Realität oder gibt es wieder so einen Einbruch, wie wir dieses Jahr gesehen haben, in gewissen Bereichen? Ich meine, die Stichpunkte, die wir vorher diskutiert haben, die passen da sicherlich zu. Aber ich denke, es ist an der Zeit, dass das jetzt stattfindet, sonst könnte das zu spät sein. Das mal ganz krass zu sagen. Ja. Also wir haben eine unheimlich hohe Dringlichkeit bei vielen Themen, die wir einfach vielleicht auch alte Kinderkrankheiten, die wir unterschätzt haben und jetzt wirklich auch glatt ziehen. Und nochmal zurückzukommen, vielleicht auch jetzt zum Abschluss zu deinem Statement eingangs. Das Investment in Taskforces, bessere Prozesse, Partnerschaften. Ich glaube auch das Thema Supply Chain Digitalisierung braucht ein Investment upfront, aber um dann nach hinten raus sich zu optimieren und effizienter unterwegs zu sein, auch attraktiv zu bleiben. Ne? Nicht zuletzt auch für neue Talente. Und auch da, in dem Bereich wird sicherlich das Investment nachhaltig auch platziert werden müssen. Und als natürlich auch die Themen Systeme, um natürlich dann diese Digitalisierung, die Professionalisierung, um das dann zu erreichen, dass der Datenaustausch und die Integration endlich optimiert wird. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die spannende Diskussion hat mich sehr gefreut und alles Gute, gute Heimreise. Dankeschön.